herzlich willkommen zurück bei Oxygen. Ja, weiter geht's mit unseren Wasservorrat. Aber wir sind ja schon mal vorstellen. Denn danke. Beziehungsweise das Verschlüsselte. Und wir werden haben wir hier ja auch noch Wasser. Das ist nur hier am Rand ein bisschen verschmutzt. Das ist so blöd, ne? Also hier ist eigentlich alles richtig gut. Deswegen meine ich mir da jetzt nicht so viele so. Wasser haben wir noch genug. Oh Mist. Ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen gehört. Habe ich natürlich ein bisschen vergessen gerade hier beim Ablegen. Passiert. So, wir wollen mal gucken, was wir als nächstes bauen wollen und werden. Weil ich glaube, für uns ist ganz wichtig, dass wir vielleicht auch mal in Richtung... Hier ist auch ganz viel verschmutztes Wasser, ne? Das können wir alles noch so ranziehen. Auch die verschmutzte Luft können wir dann filtern. Das wird auch bald ein wunderschönes Projekt werden. Bin ich mal schon richtig gespannt, ne? Obwohl die Pissrinne hier immer noch, ne? Wenn wir das dann umwandeln, dann haben wir natürlich mega viel Wasser auf einmal wieder. Das lässt natürlich bei, also uns bei der Planung auch dann ordentlich was hermachen dafür. So, was ich überlege, was bauen wir jetzt denn hier eigentlich rein? Luftschleusen ist klar. Das wissen wir alles. Ne, Wandelsausch, Wasser. Da müssen wir ja Wasser reinstellen. Das ist auch klar. Ich weiß nicht, inwiefern wir sagen, weil hier filtert das ja alles runter. Ne? Wir haben Strom, können wir ja noch nichts anderes herstellen. Es wäre natürlich vom Vorteil, wenn wir wirklich das Ganze weiter unten bauen. Das heißt, wenn wir das hier mehr oder weniger alles abbauen, zack, 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 bis hier hin. Können wir das hier alles noch wegbauen hier und dann machen wir unser Kellerchen da dran. Weil ich glaube nämlich auch, wenn wir sollen wir den lieber bauen? Luftdurchlässig? Weil dann sinkt das ja irgendwann da unten, ne? So viel brauchen wir gar nicht ausgeben. Jetzt hier, das reicht ja wirklich bis hier. Und dann bauen wir nämlich die Reste hier alles weg. Fapp, fapp. Obwohl ich, stopp mal, das ist unschlau, nicht, dass das da reinfällt. Und das auch noch nicht. Nee, Moment. Alles ein bisschen unschlau. Nee, die sollen da erstmal bauen und dann ist gut. So, wir können die Lüftung da endlich auch mal anschließen. Das ist ganz cool. Geil. Können die das nämlich fertig bauen und dann ist auch cool. Dann baut ihr mir das da fertig. Das ist auch cool. Der pumpt hier auch dann noch richtig ordentlich ab. Hier können wir dann Ziege dann noch machen. Mist. Aber bisher gefällt mir das richtig gut. Also das ist echt langsam eine geile Sache. Achso, ja, reinigen ist ja auch mal wieder cool. Haben wir denn irgendwas hier voll zu reinigen? Nee. Der Schleim ist an Schleimlunge. Okay. Er ist ein bisschen crank. Also Schleimlunge scheint ja dann nicht so allzu geil sein, ne? Allzu cool zu sein. Ich möchte auch so ein Spray haben, ne? Ich finde das voll cool.
Wahnsinn! Er schaufelt da ein bisschen Kacke. Ist die geil. Wie sieht die Forschung aus jetzt? Die Hälfte erst. Eieiei, das dauert aber dann später denn doch ganz schön lange. Wir könnten ja auch Punkte verteilen, die Fertigkeiten. Mal gucken, was ist denn hier so Schönes los? Also, da können wir nicht mehr. Da können wir auch nicht mehr. So, Tragefähigkeit ist natürlich ganz, ganz wichtig. Da hat er ja auch schon Punkte. Und Forschung. Haben wir denn einen, der richtig geil forschen kann? Ach, er kann forschen. Und der forscht hier schon richtig, richtig, richtig heiß. Kann er noch ihn erforschen? Nö. Du kannst tragen. Na, dann sollst du weiter tragen. Landwirtschaft, Viehzucht, Pflanzpflege. Pflanzenpflege ist ganz, ganz wichtig. Was kann Rennen? Rennen kann kochen eigentlich nur. Und so, was magst du vielleicht noch? Verbesserte Stärke, aufräumen. Ja, geben wir dir mal rein. Superschweres Graben kriegst du auch. Du magst das. Und sonst so hier, das hier. Achso, muss da oben dann sein. Und dann können wir den nämlich... Okay, gut. Können wir später denn Mechatronik-Technik. Mist, ey. Wir können ja auch mal Prioritäten gucken. Ob sich hier irgendwas eigentlich geändert hat. Aber ich glaube, die machen alle noch das, was sie gerne machen. Du willst gerne da aufräumen, das kannst du auch noch machen. Versorgung vielleicht auch, ne, wenn du das schon so gerne machst. Lindsay ist ja nicht gestresst. Lindsay hat immer Power für alles. Und bist denn gut dabei? So, ja, Strom ist natürlich, wenn ich jetzt hier das mir angucke, kommst du ja von da. Und da bist du ein bisschen leer. So, wie viel Watt hauen wir denn weg? Oh, mehr als er produzieren kann, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Jetzt müssten wir ja hier rein theoretisch. Eigentlich können wir den ja wegmachen, ne? Wie sieht unsere Produktion aus? Da muss ich erstmal gucken. Wir Sauerstoff produzieren wir jetzt nicht. Nicht allzu viel, auf jeden Fall. Das heißt, wir könnten uns gar nicht leisten. Aber hier geht da auch Strom lang, ne? Nee, hier geht noch kein Strom lang. Wie kriegst du Strom? Ach, du bist darüber gespeist. Wir brauchen echt denn die großen Dinger, ne? Ja, erstmal müssten wir so regeln. Okay, okay. Ja. Komisch, dass er das denn anbietet. Um dann wiederum zu sagen, das geht denn doch nicht. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne? So, was hier denn jetzt das Problem? Warum macht ihr die nicht? Wisst ihr wahrscheinlich auch nicht. So, Freizeit. Grossmann, was ist los? Was ist dein Problem? Nee, Kupfer haben wir noch genug. Na schön, Matschriegel. Kühlschrank müssen wir bauen. Und, oh, puh, Mann, wir müssen echt noch viel machen. Mir kommt jetzt so vor, ob Spiel schon tagelang hier spielen. Und man hat so gut wie noch gar nichts erreicht irgendwie. Weiß ja nicht, ob andere schneller sind, aber Langzeitmotivation ist hier auf jeden Fall gegeben. Zyklus 35. Heftig, ey. Heftig, heftig. Hm.
Eigentlich nicht hier hinten verschmutzte Erde? Oh, okay. Den können wir ja eigentlich abbauen. Zerlegen. So, am Tierei ist aber drin. 33, okay. Ja, dann müssen wir hier auf jeden Fall noch einen Behälter bauen. Und da den verschmutzte Erde einlagern. Weil... Ich weiß nicht, ob wir mehr kompostieren sollten. Wäre wahrscheinlich besser, wenn wir hier den Komposthaufen kopieren. Aha. So, und den machen wir mal zerlegen. Und dann machen wir das Ganze mal ein bisschen höher. Und dann gucken wir mal, dass die das auch richtig jetzt machen. Ach, das brauchen wir ja, sonst kommen wir da gar nicht nach oben. Aber Zeit. Go, go. Macht Papa glücklich. Was ist das? Achso, Alge. Okay. Ihr müsst hier noch studieren, weiter. Sonst wird das nichts. Widerlich, ne? Es muss darüber auch so stinken, unglaublich. Es muss hier wirklich dermaßen eklig sein. Aber es geht anscheinend, ne? Es hält sich und dann ist ja, dann ist gut, ne? Ich weiß gar nicht, hier. Auch doch das fertig. Ah, hier, guck mal. Ich meine, richtig viel. Rohr blockiert. Warum? Lüftung. Achso, ja, weil sie noch nicht weitergebaut haben. Okay. Hier noch verschmutzte Erde reinmachen. Erde. Verschmutzte Erde. So, und natürlich ein bisschen einsammeln, ne? Kein Wasser drin, ne? Ich weiß ja auch gar nicht, warum ihr da nicht weiterbaut, ey. Ich mach das jetzt weg, weil Graben tut er immer ganz schnell, aber... Ach, den einen willst du jetzt noch, oder was? Naja, sollen sie machen, wenn sie meinen. Ist mir nicht verständlich. Ist mir absolut nicht verständlich. Oh, eine müssen wir auf jeden Fall schon mal lernen. Jetzt haben wir bald gar keinen Spaß mehr.
Frankie, renn! Ja, jetzt kommt langsam wieder das nächste Problem, Energie. Energie, Energie, Energie. Und ich weiß noch nicht so richtig. Ich glaube, das Sinnvollste. Ach man, jetzt wegen der Däne da, renn doch da nicht hin. Ey, bisschen blöd. Also, was? Habt ihr das schon wieder gesehen? Unglaublich. So, das hier muss Gift drin sein. Normalerweise glaube ich nicht, dass die da lange überleben könnten. Aber naja. Einer hier ein bisschen wieder erforschen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Was ist denn, wenn ich so einen Sohn abbaue? Was passiert denn eigentlich? Macht das denn irgendwas plapp? Oder ist das halt weg denn? Einfach so. Die Leiter macht hier ja auch viel Sinn, ne? Wäre ja da viel besser gewesen, wenn wir hier eine Leiter gebaut hätten. Dann können wir nämlich auch die abnehmen. Dann gibt es nach hier. Und dann macht das doch ein bisschen mehr Sinn, oder was? Ups. 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 Oh, ich hab mal voll. Okay, okay, okay. Super gespannt, was haben wir jetzt? Oxygen nicht verstopft. Verteile 100, also eine Tonne Sauerstoff mit Hilfe von Gasausgängen. Wow. Okay, hab mindestens eine Toilette in der Kolonie. Warum haben wir das noch nicht? Okay, mal hier, da kann man so ein bisschen mal gucken, was wir haben. Kalorienerzeugnis. Da sind wir nicht so gut. Was ist hier? Produzierte Leistung. Ja, ist in letzter Zeit ein bisschen nach oben gegangen. Das stimmt. Sauerstoffverbrauch. Ja, das ist ganz okay. So. Produzierter Sauerstoff ist natürlich nach oben gestiegen. Das sind die drei... Ne, zwei Ältesten, weil einer ist ja verreckt. Wenn ihr euch erinnert. Kalorienverbrauch. Avenged Power. Okay. Reisezeit. Ne? Die laufen weniger. Gesamte Arbeitszeit. Ja, ist okay. Durchschnitt. Durchschnitt. Duplikanten. Ist klar. Stresslevel. Hatten wir schon mal einen Peak. Ne? Hier oben. Aber ist wieder runtergegangen. Raketenmission im Gange. Tiere haben wir nicht. Stress, wilde Tiere. Okay. Aber ich kann hier nichts anklicken. Hm. Aber Toilette ist ja... Ja gut, Plumpsklo ist Plumpsklo und Toilette ist Toilette. Ist gerafft. Da müssen wir wieder so ein bisschen Step-by-Step machen. Untätig. Zwei sind untätig. Das gibt's ja gar nicht. Könnte nicht untätig sein. So, Matschriegel. Da können wir auf jeden Fall wieder mal 8 herstellen.
Ah, schon wieder Freizeit. Zu viel Freizeit. Echt nicht in Ordnung. Hier steht einfach so mal Wasser rum. Okay. Ja, ich erhoffe mir einfach, dass wir hier so eine coole Base haben dafür, ne? Weil letztendlich können wir ja auch dann später nach hier durchgraben. Ist natürlich unschön, dass darunter unser neues Wasser liegt. Aber... Oh, der hat wirklich nur noch ganz wenig Wasser. Also langsam wird das echt wichtig, ne? Und hier sind wir erst bei 50%, ne? Oha. Okay, wenn wir das erstmal hier so durch haben, das Thema, dann können wir ja auch hier was hinbauen. Das ist ja nicht das Problem. Da holt man nur ein bisschen beschissener Wasser. Ich will den ganzen Raum haben, weil wir einfach wesentlich mehr Volumen denn da reinkriegen. Erde. Mist, ey. Der hat einfach so die Erde gefressen. Die können gerne das Schmutzwasser fressen, wenn sie wollen. Müssen ja nicht woanders hier so rum eiern. Oh, wir haben wieder Neues. So, aber diesmal will ich irgendwas richtig Geiles haben. Was denn? Paku. Oh, geil, eine Pflanze. Das gefällt mir ja. Eine Pflanze gefällt mir richtig. Aber wir haben einen Samen. Ja, okay. Aber besser als nichts, ne? Aber das gefällt mir. Danke an die Führung ganz nach oben, dass ihr uns das geschickt habt. Das macht denn schon wieder Mut. Auf jeden Fall. So, und hier können wir ja eigentlich auch den aufgraben. Und dann hätten wir hier das alles. Wie weit? Das geht doch hier endlich. Endlos. Nee. So groß ist die Karte gar nicht, ne? Also wenn wir so gucken. Ich switch mal hin und her hier. Oh, nach oben geht's aber noch eine Weile. Und nach unten. Bestimmt auch. Bin mal hier so, jetzt drücke ich wieder nach oben. Oh ja, aber hier nach Dings, nach links, nach Dings. Achso, oh. Falsche Taste gedrückt. Ha, das war ja ein Trick, das wollte ich schon sagen. Ey, nach links geht's aber richtig weit. Ne, nach links geht es auch nicht so weit. Also nach oben und nach unten ist noch eine Menge möglich. Da sieht die Zukunft rosig aus. Oh, jemand ist krank. Willst du nicht hier... Ach nee, Quatsch. Ja, nicht qualifiziert. Okay, dann sollten wir auch mal gucken, wenn wir die nächsten Fähigkeiten haben, dass wir da jemanden ausbilden führen, ne? Was brauchen wir da? Steht es da? Ja. Was brauchen wir da? Beschleunigt Duplikantenbetten, um Verletzungen zu erholen und medizinische Hilfe von anderen zu erhalten. Okay. Können wir das noch bei den Fähigkeiten ein bisschen gucken? Wir haben noch hier denn Forschung, Landwirtschaft, Bau, Graben. Hier medizinische Doktorfähigkeiten. Und das hat hier keiner? Doch, Marie hat es. Umgang mit Kranken. Okay, Marie könnte es. Benhi. Ach, gib mal Gossmann. Gossmann müssen wir... Ach, die gräbt immer nur. Nee, Gossmann müssen wir denn echt mal gucken. Okay, Gossmann. Hol dir Punkte, Mann. Verdammt. Ihr habt ja auch schon wieder Punkte. Ohne Ende. Klempnerei, aufräumen. Rohrentleerung. Besser ist jetzt, das schon zu lernen, bevor wir, ne? Achso, das haben wir ja schon. Okay. Ja, dann machen wir da auch mal drei. Vorsichtshalber, bevor da irgendwas passiert, was wir denn wieder nicht denken oder nicht beachten.
Alge haben wir auch nicht mehr, ne? Wo haben wir denn organisch? Da, Alge. Ja, das geht aber schon. Aber wieso zeigt er mir denn hier nicht verschmutzte Erde an? Organisch? Ne, da. Achso, das ist Sandstein hier. Okay. Aber weil wir keine Erde hatten, oder was? Ja, aber das ist doch dann ganz okay, ne? Wenn wir da nichts haben, haben wir da nichts. Ich wollte schon sagen, ihr habt doch nicht jetzt hier schon wieder... Wieso haben wir denn nichts? Was haben wir hier nicht? Wasser. Jetzt ist es nämlich schon passiert. Okay. Gut, alles klar. So, dann sollten wir überlegen, Sanitär, Handpumpe. Sollten wir wirklich gucken, dass wir die Prioritäten hier auf volle Kanne machen, ne? Jetzt müssen sie Gas geben. Und baut mir jetzt den Stoff da ein, ne? Obwohl, der kann ja gar nicht runterfallen, das ist ja egal. Ich denke mal nicht, dass es so großartig ist, also obwohl wir das auch noch alles bauen müssen. Schon wieder kurz vorm Pengen, ne? Gut, Wasserproblem mal wieder. Aber ich denke mal, wir haben es im Griff. Jetzt haben wir einen Hedge da noch schön. Ja, der frisst erstmal dran. Kann er ja machen. Den haben wir erstmal nach unten weggekantet. Auch nicht so schlecht. Die freuen sich da richtig doll, ne? Aber sollen sie machen. Ja, Wasserproblem, das kriegen wir in den Griff, denke ich mal schon. Wird nur ein bisschen jetzt noch dauern. Ich hoffe, die kaspern uns jetzt hier nicht ab und sagen dann, ja, ist halt scheiße, was du hier machst. Vollidiot. So, nee, was du machst. Scheiß Vollidiot. Ist nicht so gerade toll. Das kann natürlich sein, muss aber nicht. Wir werden es beobachten. Obwohl ich das gerne noch fertig hätte, ne? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Pumpe ist ja... Ich weiß nicht, ob ich das so weitermachen werde. Ich werde mal drüber grübeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal.